Verehrter Herr Bischof, sehr Exzellenzen, Spektabilitäten, sehr geehrte Damen und Herren. Vielen Dank für die freundliche Einführung und die Einladung nach Würzburg. Ich hoffe, dass ich die hohen Erwartungen, die in mich gesetzt worden sind, nicht enttäusche. Und lege noch hier mein Handy raus, damit ich sehe, wenn ich zu lange rede. Heute Mittag bin ich am Neumünster vorbeigelaufen, an dem Sie wahrscheinlich immer wieder in der Woche vorbeilaufen, um dann die schöne Barockfassade zu bewundern oder auch um achtlos an dieser Kirche vorbeizulaufen. Als ich da vorbeilief, bin ich gestolpert. Über einen Stein. Genau genommen über einen Stolperstein. Und auf dem Stolperstein steht Pfarrer Georg Häfner, Jahrgang 1900, verhaftet Dachau 1941, ermordet 20. August 1942. Tun Sie mir bitte die Freude, mit mir heute ein bisschen zu stolpern. Was gehört zum Stolpern? Zum Stolpern gehört irgendwo gegenstoßen, aus dem Gleichgewicht geraten, unsicher werden, wieder nach Balance suchen, Haltung finden, bewusster, aufmerksamer weiterschreiten. Das Stolpern tut man normalerweise mit den Füßen. Es kann aber auch im Kopf stattfinden. Der hochgestochene Ausdruck für Stolpern im Kopf heißt Denken. Seit ich denken kann, stolpere ich. Und seit ich stolpere, denke ich. Mit Ihnen will ich heute nachdenken, wie der Herr Bischof schon angekündigt hat, über Helden, was sie in unserer Gesellschaft überhaupt noch zu suchen haben, welche Rolle sie spielen können. Aber beginnen möchte ich mit einer besonderen Art des Denkens, nämlich mit dem Gedenken. Und dazu erinnere ich nochmal an Georg Häfner, der hier unter der Ägide von Ihnen, Herr Hofmann, 2011 selig gesprochen worden ist im hiesigen Kiliansdom. Nach dem, was ich über Georg Häfner weiß, war er felsenfest in seinem Glauben und unbeirrbar in seiner Ablehnung der Nationalsozialisten, die er braune Mistkäfer genannt hat. Er hielt es für undenkbar, irgendeinen Kompromiss mit ihnen einzugehen. Und der Ortsgruppenleiter Rattelmüller schrieb, es ist schon allerhand, was sich hier wieder die Pfaffen für Stückchen leisten. Häfner tat, was er tun musste, geriet mit den Machthabern aneinander, die seine seelsorgerische Arbeit behinderten, ihn am Ende verhafteten, nach Dachau verbrachten. Und in Dachau starb er dann einen Hungertod oder wurde ermordet. Klaglos ertrug er sein Leiden. Ein Mitglied des katholischen Studentenvereins, Unitas Hetania, hat ein bewegendes Porträt anlässlich der Seligsprechung von Georg Häfner verfasst. Das auch deshalb so eindrucksvoll und würdigend ist, weil es nicht beschönigt. Und da erfährt man mehr über seine Lebensgeschichte. Zu dieser Lebensgeschichte gehört zum Beispiel, was er in seinem letzten Brief vor dem Abtransport nach Dachau geschrieben hat. Nämlich, und es steht auch auf dem Gedenkstein, den ich heute
teilweise jedenfalls, den ich heute im Neumünster besuchen konnte. Keinem Menschen wollen wir fluchen, keinem etwas nachtragen, mit allen wollen wir gut sein. Nun, das gehört zu seiner Lebensgeschichte, aber es gehört auch zu seiner Lebensgeschichte, dass er streng war zu sich selbst und streng war zu anderen. Und deshalb steht in diesem Porträt seines Bundesbruders, er war eben auch in diesem katholischen Studentenverein, auch das Folgende. Ich zitiere: Beliebt ist Pfarrer Häfner bei seinen Gläubigen nicht. Zu verschlossen wirkt auf sie dieser Pfarrer und zu aufbrausend, zu streng ist er ihnen auch. Häfner schlägt Kinder heftig, auch nach den Maßstäben seiner Zeit. Auch wenn diese Zeilen von einem extrem wohlwollenden Zeugen stammen, ist es mir schwer gefallen, sie zu zitieren. Denn ich kann mir vorstellen, was sie denken. Sie denken, da kommt so ein hergelaufener Vortragender, ausgestattet mit der Gnade der späten Geburt, und zieht jetzt über diesen Häfner her. Bitte schlagen Sie sich das aus dem Kopf, darum geht es mir überhaupt nicht. Im Gegenteil. Mir geht es eigentlich um den Hinweis darauf, dass wenn wir Menschen verehren, bewundern oder sogar selig sprechen, nicht damit einschließen, die Behauptung, dass diese Menschen ohne Fehl und Tadel und ohne irgendwelche Seiten sind, die wir vielleicht problematisch finden. Es geht hier also nicht um irgendeine Aufarbeitung der Geschichte der Erziehung in der katholischen Kirche oder auch in der bürgerlichen Gesellschaft. Im Allgemeinen, darüber könnte man viel sagen, was ich jetzt nicht sage. Sondern es geht mir um den Punkt, dass wir Menschen verehren, die eben Menschen sind. Und die, wie der große Immanuel Kant einmal gesagt hat, aus krummem Holz geschnitzt sind. Ein Menschen heiße er nun Georg Häfner, Karl von Stauffenberg, Nelson Mandela, Martin Luther King oder Edward Snowden vorzuwerfen, dass er nicht vollkommen sei, ist ungefähr so absurd, wie einem Kieselstein vorzuwerfen, dass er keine perfekte Kugelform hat. Menschen sind nicht perfekt und auch diejenigen, die wir verehren, nicht. Sie verdienen gleichwohl unsere Bewunderung. Nun, der Weg von der Seligsprechung, mit der ich begonnen habe, also der Seligsprechung Georg Häfners, zum Heldentum ist kurz. Denn unter den Gründen, Sie haben das schon angesprochen, Herr Bischof, die für Seligsprechung nach kirchlichen Regeln geltend gemacht werden können, ist das Märtyrertum bekanntlich, aber auch dieser andere Grund, der lautet Heroicitas Virtutum, also sowas wie die Heldenhaftigkeit der Tugenden. Damit sind wir schon beim Thema des Heldentums. Der Weg von der Seligsprechung zum Heldentum ist also kurz, aber ist auch eng. Denn dieser Club der Seliggesprochenen ist ziemlich exklusiv. Und wir fragen uns, oder ich frage mich jedenfalls mit Ihnen, was wir dann über all die anderen noch sagen können, die nicht die Seligsprechung erhalten haben, aber von uns vielleicht etwas Heldenhaftes zuerkannt bekommen. Und ich frage mich, welche Rolle Sie in unserer Gesellschaft spielen können innerhalb der Kirche und innerhalb der Gesellschaft. Dazu muss ich mich ein bisschen von dem persönlichen Schicksal einzelner Personen lösen und allgemeine Überlegungen zum Heldentum anstellen. Wenn wir jetzt heute uns fragen, was uns für Denkmuster angeboten werden bezogen auf den Umgang mit dem Heldentum, dann bieten sich nach meinem Eindruck zwei Denkmuster an. Und das erste lautet Heldenabschaffung und das zweite lautet Heldenschrumpfung. Und über beide Denkmuster möchte ich kurz etwas sagen.
Am Anfang dieses Jahrtausends wurde von vielen die postheroische Gesellschaft ausgerufen. Sie haben es auch schon angesprochen. Viele haben sich diese Zeitdiagnose zu eigen gemacht und sie hatte auch, das haben Sie schon angesprochen, Herr Bischof, sie hatte etwas ungemein Entlastendes. Denn man war sie los. Die Krieger, die Machos. Und wer sie unbedingt noch besuchen wollte, konnte dann dorthin gehen, wo sie angeblich hingehören, nämlich auf den Friedhof. Sie gehören einer vergangenen Zeit an, nicht dieser wirklichen Welt. Und wenn wir überhaupt noch heute mit ihnen zu tun haben, dann vielleicht in einer fiktiven Welt, nämlich im Darkroom, im Kinosaal, in dem die Superhelden des Marvel Empire Millionen faszinieren. Aber sie sind eben abgeschafft aus der wirklichen Welt. Für den Fall, dass es irgendeine kritische Situation gibt, verlassen wir uns auf die Agenturen der Sicherung der öffentlichen Ordnung, des Friedens und auf diejenigen, bei denen der Mut im Pflichtenheft ihrer beruflichen Ausübung steht. Ansonsten sind die Helden sozusagen die Gruppe mit der höchsten Arbeitslosigkeit im 21. Jahrhundert. So scheint es jedenfalls. Ich weiß nicht, wie es heute ist, aber auch das haben Sie schon angesprochen. Eigentlich brauche ich den Vortrag gar nicht halten. Als ich in die Schule ging, stand unweigerlich dieses eine Stück auf dem Lehrplan, in dem die katholische Kirche ja auch eine große Rolle spielt. Und dann kam es. Die Stunde, wo das Leben des Galilei von Brecht verhandelt wurde und diese zwei Sätze, die geradezu sprichwörtlich geworden sind. Unglücklich das Land, das keine Helden hat, sagt der Schüler Galileis, Andrea Sarti. Und Galilei repliziert dann, unglücklich das Land, das Helden nötig hat. Interessant ist, was mit diesen Sätzen passiert ist, denn ganz viele berühmte Menschen haben sich diesen zweiten Satz von Galilei zu eigen gemacht, als Motto einer postheroischen Gesellschaft, einer friedlichen deutschen Gesellschaft, die die Gespenster der Vergangenheit gebannt hat. Nun, wenn man genau hinschaut, ich will aber keine Brecht-Exegese hier betreiben an diesem schönen Abend, dann ist das Interessante, dass Brecht überhaupt nicht selber auf der Seite Galileis stand. Ob es also so ist, dass ein Land, das Helden nötig hat, unglücklich ist, ob diese Idee von der postheroischen Gesellschaft und der Heldenabschaffung eine gute Idee ist, wage ich mit einem Fragezeichen zu versehen und ich komme darauf dann nochmal zurück. Aber halten Sie mal das Fragezeichen im Hinterkopf. Nun gibt es noch eine zweite Strategie im Umgang mit Helden und das ist die Heldenschrumpfung. Es gibt Menschen, denen es etwas zu weit geht, zu sagen, wir wollen diese Helden gleich ganz loswerden, denen aber schlecht wird bei der Vorstellung, immer zu ihnen aufschauen zu müssen. Diese Leute schlagen vor, die Latte für das Heldentum niedriger zu legen. Die Helden vereinbarer zu machen mit unserer auf Gleichheit orientierten Gesellschaft. Und deshalb kommt es eben zur Heldenschrumpfung. Deshalb können Sie, wenn Sie an Meinungsfragen gerne teilnehmen und da ein bisschen Geld verdienen wollen, bei dem Meinungsforschungsinstitut Opinion Hero sich registrieren lassen. Sie können Ihre Pizza beim Lieferhelden bestellen. Sie können, wenn Sie einen Fahrradreparaturladen aufmachen in Berlin, auf der Webseite Kiezhelden annoncieren. Sie können, wenn Sie im Bistum Duisburg-Essen Messdiener sind, in einer Gruppe zugeordnet werden, die offiziell himmlische Helden heißt. Bitte, bitte machen Sie es denen nicht nach. Sie können, wenn Sie in Nordrhein-Westfalen tätig sind, das kann ich mir jetzt nicht auswendig merken,
einer Netzwerkinitiative Businesshelden beitreten, die versucht, junge Fach- und Führungskräfte in den Unternehmen der Region Rheine, Emstetten, Greven, Ochtrup zusammenzubringen. Sie sehen, das ist also die Heldenschrumpfung. Ein Spielzeugwarenhersteller verkauft ein Set von Alltagshelden, Polizist, Krankenschwester, Bauarbeiter und Feuerwehrmann für 20 Euro. Ein Schnäppchen. Entschuldigung, geht es auch ausnahmsweise ein paar Nummern größer. Held ist ein Kontrastwort. Es ist ziemlich unsinnig, sich vorzustellen, dass niemand mehr kein Held oder jeder ein Held ist. Echte Helden sind und bleiben selten und deshalb halte ich auch nichts von dieser wundersamen Heldenvermehrung. Es gibt neben der postheroischen Gesellschaft so eine Art Szenario der multiheroischen Gesellschaft und auch hinter dieses zweite Denkmuster möchte ich ein Fragezeichen setzen. Nun, um Sie von meinem Plädoyer für Helden und Heldinnen, das sage ich jetzt dazu und manchmal auch noch und bitte Sie darum, mir gutwillig nachzusehen, dass ich das nicht immer beides sage, aber es ist natürlich immer beides gemeint. Um Sie von meinem Plädoyer für Heldinnen und Helden zu überzeugen, muss ich natürlich erstmal die Hausaufgaben machen und Ihnen sagen, was überhaupt unter einem Held zu verstehen ist. Und hier kommt also jetzt meine kleine Gebrauchsanleitung zum Erkennen von Helden. Sie erkennen sie an drei Merkmalen. Erstens, Helden setzen sich für eine große Sache ein. Zweitens, zu Helden schaut man auf. Es gibt also so etwas wie einen Höhenunterschied zwischen den Helden und uns. Und drittens, Helden begeben sich in Gefahr. Und diese drei Dinge möchte ich Ihnen jetzt ein bisschen auseinanderfalten, entfalten. Helden widmen sich einer großen Sache. Um das nachzuvollziehen, ist es vielleicht am sinnvollsten, mit einem Fehlerbeispiel zu beginnen, nämlich mit Felix Baumgartner. Felix Baumgartner ist ein österreichischer Extremsportler, der sich am 14. Oktober 2012 mit einem Heliumballon 40 Kilometer hoch in die Stratosphäre tragen ließ. Dort absprang, eine Geschwindigkeit von 1357,6 Kilometer pro Stunde erreichte, dann den Fallschirm öffnete und sicher am Boden landete. Ist Felix Baumgartner ein Held? Nein. Er tut zwar etwas Außergewöhnliches, aber das, was er da tut, ist in verschiedenerlei Hinsicht so etwas wie seine Privatsache. In zwei Hinsichten genau genommen. Erstens, er tut etwas, was relativ wenig Nachahmungslust bei uns allen hier im Raum nach sich zieht. Zweitens, es ist auch eine Privatsache in dem Sinne, dass da ein Geschäftsmodell mit verbunden ist, nämlich ein sehr großzügiges Sponsoring eines Getränkeherstellers, der einen völlig ungenießbaren Energiedrink herstellt. Das heißt, wir können sagen, da macht jemand etwas Seltenes. So wie ich gerade gesagt habe, Helden sind selten. Aber nicht alles Seltene ist heldenhaft. Zum Helden wird man erst, wenn man nicht auf einem Ego-Trip ist, sondern sich für etwas einsetzt, das über die eigene Person hinausgeht, wenn man sich eben für eine große, gute Sache einsetzt. Für diese Sache setzt man sich ein und nicht für sich selbst. Man stellt sich in den Dienst dieser Sache. Und deshalb gibt es auch ein gutes Kriterium, um Helden von Pseudohelden zu unterscheiden. Helden können nämlich eigentlich nicht eitel sein. Also wer eitel ist, nimmt seine eigene Person wichtig. Der Held, um den es mir geht, im positiven Sinne, nimmt die Sache wichtig, für die er sich einsetzt, der er sich auch aussetzt und der er sich überlässt, für die er sich im Zweifelsfall vielleicht auch opfert. Das ist deshalb wichtig, weil damit Helden anschlussfähig werden, das ist ein zu schwaches Wort, eine Strahlkraft entwickeln können über sich selbst hinaus. Also, es ist nicht so, dass
neben dem, der da Extravagantes tut, ein fernes Publikum oder auch ein zahlendes Publikum besteht, sondern es gibt eine innige Verbindung über diese große Sache zwischen den Helden und uns normalen Menschen. Die Helden betreten einen Bereich, zu dem wir auch Zutritt haben, wenn wir uns mit dieser Sache identifizieren. Ein Mensch wächst als Held über sich hinaus. Er denkt nicht nur an sich und er spricht damit andere an, die damit auch nicht nur an sich selbst denken. Wir denken nicht nur an uns, wenn wir an diese große Sache denken. Das ist der erste Punkt, die große und idealerweise auch gute Sache. Man kann tiefsinnig werden über das Gute an der Sache. Das lasse ich jetzt einstweilen mal so stehen. Dann gibt es den zweiten Punkt. Helden stehen irgendwie über uns. Es gibt einen Höhenunterschied zwischen den Helden und uns. Sie tun etwas Besonderes, sie stechen heraus. Wie kommen sie zu diesem Besonderen? Da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Also es kann sein, dass ihnen diese Gabe vielleicht irgendwie in die Wiege gelegt ist, diese Unerbittlichkeit im Einsatz. Es kann sein, dass sie diese Gabe mit großer Leistung eigener Entfaltung erst aus sich herausbringen. Und es kann aber auch sein, dass man fast sich selbst überraschend in eine Situation kommt, in der man über sich hinaus wächst. Man etwas tut, was man sich vielleicht gar nicht zugetraut hat. Es gibt also verschiedene Arten dieses Wegs nach oben oder dieses Herausstechens, das bei Helden zu finden ist. Und derjenige, der sich mit Helden so gut auskennt wie kein anderer, hat diese drei Arten wunderbar in eine Zeile gefasst, nämlich William Shakespeare, der in Was ihr wollt sagt, einige werden groß geboren, einige erringen Größe und einigen wird Größe aufgedrängt oder auferlegt. Auf Englisch, some are born great, some achieve greatness and some have greatness thrust upon them. Das ist unübersetzbar, dieses thrust upon them. Es kommt über sie. Also es ist nicht so, dass das aus dem Inneren herauskommt, sondern es ist tatsächlich so, dass diese letzten Helden, die für mich in der Demokratie heute fast die interessantesten sind, als eine Art Gelegenheitshelden bezeichnet werden können. Also diese Helden sind nicht 24 Stunden am Tag heldenhaft, sondern es gibt besondere Situationen, in denen sie über sich selbst hinauswachsen, um das Titelwort dieses Vortrags zu einmal zu verwenden. Ich komme darauf noch zurück. Greatness is thrust upon them. Durch die Gelegenheit, in der sie sich plötzlich fragen, da muss jetzt was gemacht werden. In dieser Lage war zum Beispiel eine Frau am 1. Dezember 1955 in Montgomery, Alabama. Sie hieß Rosa Parks und wurde zur Symbolfigur der Bürgerrechtsbewegung in den USA. Sie saß im Bus, Sie kennen vielleicht die Geschichte, und wurde aufgefordert, aufzustehen. Wohlgemerkt nicht, weil sie eben falsch im Abteil für die Weißen saß, damals gab es ja dann noch die Rassentrennung, in den Bussen, sondern sie saß im Abteil für die Schwarzen, aber wenn das hinten voll war bei den Weißen, oder vorne voll war bei den Weißen, so muss ich sagen, dann durften die Weißen den Schwarzen die Plätze wegnehmen. Sie saß da, mühsam erschöpft nach der Arbeit und sagte, ich bleib sitzen. Sie tat gar nichts, sie blieb nur sitzen. Und wurde damit zur Gelegenheitsheldin. Und als sie später gefragt wurde, warum sie das eigentlich getan hat, wie sie das fertiggebracht hat, sie hat das Gesetz gebrochen, es gab einen Prozess und so weiter, sagte sie einen Satz, der fast das Schönste ist, was ich in meinen ganzen Lektüren über das Heldentum gelesen habe. Sie sagte nämlich den Satz, ich spürte eine Entschlossenheit, die meinen Körper wie eine Decke in einer Winternacht schützte. Ist das nicht schön? Also, hier haben wir jemanden, der irgendwie das so beschreibt, als hätte er eine Rüstung, die ihn unverwundbar macht. Dabei ist das eine zarte Person. Und es geht gar nicht um militärische Mittel, sondern es geht um eine innere Stärke, die sie aber wie auch als eine Kraft nach außen bringt. Als etwas nicht Verhandelbares.
Und damit bekommt sie diese Wärme, diese Stärke. Das ist auch keine kalte Rüstung, sondern eine wärmende Decke. Und wenn wir so einen Menschen bewundern, dann sagen wir auch, das hätte nicht jeder getan. Manche spüren nicht diese Decke um sich. Und deshalb heben sich eben Helden und Heldinnen von uns normalen Menschen ab. Und wir schauen nach oben. Der dritte Punkt, die Gefahr. Es ist klar, dass es, weil Heldentum ja häufig mit dem Kriegertum zusammengebracht wird, es ist klar, dass Heldentum was damit zu tun hat, sich einer Gefahr auszusetzen. Nicht nur im Krieg, sondern auch in friedlichen Situationen, in dem scheinbar vielleicht nur friedlichen Alltag. Man setzt sich für etwas ein, steckt die Nase in den Wind, lehnt sich aus dem Fenster, begibt sich in Situationen, bei denen man nicht weiß, ob man heil rauskommt. Diese sich in Gefahr bringen des Helden und der Helden unterscheidet sie von anderen Alleskönnern, bei denen typischerweise nie was passieren kann. Die Griechen nannten sie Götter. Ja? Also unsterblich, kann passieren, was will, die gehen durch jeden Mist und machen hinterher weiter. Götter haben deshalb auch sowas wie eine gepflegte Langeweile, also die griechischen Götter. Und deshalb haben sich die Helden über Jahrhunderte gegen die Götter behauptet, weil bei den Helden eben etwas auf dem Spiel steht und dieses Spiel sehr ernst sein kann. Die Helden stehen also zwischen den Allmächtigen, denen nichts passieren kann, weil sie immun sind, und auf der anderen Seite denen, die aus anderen Gründen die Gefahr, mit Gefahr eigentlich nichts zu tun haben. Und das sind diejenigen, die aus dem Gefühl der Ohnmacht heraus versuchen, alles zu vermeiden, was in irgendeiner Weise sie in Situationen der Gefahr bringen kann. Also, sie meiden das Messer, die Gabel, die Waffe, das scharfe Wort. Das sind die Menschen, ich hoffe, dass ich niemandem hier im Raum zu sehr zu nahe trete, die schon ihr Brot geschnitten kaufen. Also, diese Gefahrvermeidung aus dem Gefühl der Ohnmacht heraus und der Gefahr enthoben sein aus dem Gefühl der Allmacht heraus sind die zwei Punkte, zwischen denen sich die Helden bewegen, die eben einerseits sich den Gefahren stellen, die aus äußeren Hindernissen hervorgehen und andererseits auch sowas wie eine innere Gefährdung, eine innere Selbstüberwindung durchlaufen. Soweit nun meine Gebrauchsanweisung zur Bestimmung von Helden. Und jetzt möchte ich fragen, wie es eigentlich um die Lebens- und Arbeitsbedingungen von Helden in der Demokratie steht. Nicht in der Gesellschaft im Allgemeinen heutzutage, sondern tatsächlich im politischen Sinne in der Demokratie. Und um dies zu prüfen, möchte ich die Demokratie einfach anhand dieser drei großen Worte aus der Französischen Revolution charakterisieren. Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit. Und mich dann fragen, wie diese drei Eigenschaften, die ich jetzt einfach mal so in die Luft setze, mit den Eigenschaften des Heldentums vereinbar sind. Und man stellt dann fest, dass es eine spannungsvolle, aber auch produktive Beziehung gibt zwischen der Freiheit und dem, was ich gerade als die große Sache bezeichnet habe. Dass es eine spannungsvolle, aber produktive Beziehung gibt zwischen der Gleichheit und dem, was ich gerade als diesen Höhenunterschied zwischen den Helden und uns bezeichnet habe. Und es gibt schließlich noch etwas Interessantes herauszufinden über die Brüderlichkeit und was sie wiederum mit der Gefahr zu tun hat. Also jetzt kommt noch mal so ein Durchlauf zu diesen drei Punkten. Und dann werden wir sehen, wie es den Helden eigentlich in der Demokratie ergeht. Freiheit also und die große Sache. Die Demokratie verspricht den Menschen Freiheit, individuellen Spielraum. Das wird damit gemeint. Menschen sollen zwar nicht unbedingt selig,
aber nach ihrer Fasson doch wenigstens glücklich werden können dürfen in der Demokratie. Dieses Freiheitsverständnis operiert sehr stark mit der Vielfalt von Lebensentwürfen. Jeder hat seine eigenen Vorbilder vielleicht, seine eigenen Helden. Da gibt es dann so viele, dass die Lage unübersichtlich wird. Im Ersten Weltkrieg hat eine Firma, geschäftstüchtige Firma, ein Angebot im ein Produkt im Angebot gehabt, nämlich fertige Denkmalsrosse mit nach Wahl aufschraubbaren Helmen. Und dieses Geschäftsmodell hätte in der Demokratie vielleicht durchaus auch Zukunft. Dann kann jeder so sich seinen Helden draufschrauben. Das ist sehr stark gedacht nach der Idee, dass meine Freiheit ihre Grenze an der Freiheit des anderen findet. Ein alter, wichtiger Satz. Eine Wahrheit, aber nur eine teilweise Wahrheit. Also die Idee ist, dass wenn Sie im Hotel sind und sehr laut Helene Fischer hören und im Nebenzimmer hört jemand sehr laut Johannes Brahms. Oder, was ich Ihnen wünschen würde, es ist umgekehrt. Dann wird im Sinne dieser Freiheit es dazu kommen, dass Sie aus eigener Einsicht oder auf sanften Druck der Rezeption hin die Lautstärke runterdrehen. In dem Sinne ist dann diese Koexistenz gewährleistet. Aber ist das, was wir mit Freiheit in der Demokratie meinen? Da fehlt eben etwas und deshalb ist dieses Freiheit findet ihre Grenze an und so weiter nur eine teilweise Wahrheit. Voltaire hat es zwar nicht gesagt, aber ihm ist dieser Satz tausendmal zugeschrieben worden. Ich bin zwar nicht deiner Meinung, aber ich würde mein Leben dafür geben, dass du sie sagen könntest. Daran merken Sie, dass hier noch etwas anderes im Spiel ist, als nur die Absicherung individueller Spielräume. Freiheit in der Demokratie ist keine Privatsache, sondern Freiheit ist etwas, für das man sich auch gemeinschaftlich einsetzt. Und zwar nicht nur, damit ich dann hinterher meinen Spielraum habe, sondern weil dieser Einsatz selbst eine eigene erfüllende Erfahrung sein kann. In der Gemeinde, in der Bürgerversammlung, bei Fridays for Future, in Parteiversammlungen, in all den verschiedenen informellen und formellen Diskussionsgruppen vom Stammtisch bis zum Bundestag. Also, es geht nicht nur um die private Befriedigung von Bedürfnissen. Dieser Einsatz für die Freiheit kann auch tatsächlich, und viele von uns haben diese Erfahrung gemacht, eine eigene erfüllende Erfahrung sein. Und diese Erfahrung wird in der Gemeinschaft gemacht und betrifft das Ganze und ist eine große Sache. Und diese Freiheit ist also durchaus verträglich mit dieser großen Sache, der die Helden verpflichtet sind. Und nicht einfach nur eine individuelle Bewegungsfreiheit. Deshalb kann man sich dann auch berechtigterweise fragen, wie Helden sich für diese große Sache einsetzen. Ich komme da gleich noch später mit Beispielen. So, jetzt kommt der nächste Punkt. Ich versuche mal zu schauen, wie sich dieses demokratische Ideal der Gleichheit mit diesem merkwürdigen Höhenunterschied zwischen den Helden und uns verträgt. Erstmal scheint es relativ schlecht zu gehen, denn in all diesen Gründungsdokumenten von Demokratien steht in der einen oder anderen Variante der Satz, Menschen, alle Menschen sind gleich. Nun sind Helden erfahrungsgemäß anders als wir, normalen Menschen, also ungleich. Nun muss man aber erstmal natürlich bei dieser Gleichheit, die da in den Gründungsdokumenten der Demokratie steht, ein bisschen die Luft rauslassen. Denn mit dieser Gleichheit ist ja nicht gemeint etwa, dass wir alle uns gleichen, wie Sie hier sitzen, wie ein Ei dem anderen. Es ist auch nicht gemeint, dass Demokratie, was hier oft vorgeworfen wird, zu Unrecht, zu Gleichmacherei führen würde. So ist es nicht. Sondern es geht um eine Gleichheit, die gerade dann auch Verschiedenheit ermöglicht. Wir haben zum Beispiel überhaupt kein Problem damit, Musiker oder Sportler zu bewundern, die Höchstleistungen vollbringen, die etwas machen, was wir überhaupt nie machen können.
Und wir genießen die Ungleichheit. Und unser Leben wäre ärmer, wenn es diese Ungleichheit nicht gäbe. Nun ist die Frage, wie lässt sich diese Erfahrung von Ungleichheit, die wir da genießen, bei den Musikern auf Helden übertragen? Und ich gebe gerne zu, dass die Lage da etwas unübersichtlicher ist, denn mit Helden verbindet man ja oft auch sowas wie den besonderen Einfluss, besonderen Machtanspruch vielleicht auch. Und vielleicht denken manche von Ihnen auch, dass der Mut von den Helden aufweisen eher mit Hochmut zu tun hat oder so als mit Großmut. Und Sie vermissen vielleicht auch die Demut. Die deutsche Sprache ist einfach eine Schatzgrube. Deshalb sagt zum Beispiel der Zisterzienserabt Andreas Range, er halte nichts von Helden, weil er sie des irdischen Machtstrebens verdächtigt und sagt, er sagt dann auch, mir sind die Demütigen lieber. Über dieses Urteil kann man streiten. Mich würde sehr interessieren, was Bischof Franz Jung davon hält, denn der hat in einem Buch, wenn ich richtig das verstanden habe, deutlich gemacht, dass die Figur des Retters in der Kirchengeschichte nicht nur auf den göttlichen Erlöser, sondern auch auf irdische, sich einsetzende Menschen gemünzt ist. Also man kann da durchaus auch positive Figuren entdecken, die jetzt nicht von vornherein in dieser Demutsituation sich befinden. In der Bibel steht, wer sich erniedrigt, soll erhöht werden und wer sich erhöht, soll erniedrigt werden. Nun könnte man denken, das spricht gegen Helden, aber der Witz an den Helden, die ich im Sinn habe, ist, dass die überhaupt gar keine Absicht haben, sich zu erhöhen. Im Gegenteil, wie ich vorhin dargestellt habe, geht es ihnen ja tatsächlich darum, sich für etwas einzusetzen. Sie tun einfach, was sie tun müssen und rücken sich nicht selbst in den Mittelpunkt. Wenn jemand sich selbst erhöhen wollte, dann müsste der so vorgehen, dass wenn ein Kind ertrinkt, er dann dieses Kind rettet, mit der Absicht, hinterher Beifall geklatscht zu kriegen. Nicht mit der Absicht, das Kind zu retten. Also dann würde diese Selbsterhöhung zum Programm dieses Menschen gehören. Aber nicht, wenn es ihm einfach darum geht, dieses Leben zu retten. Also, man erkennt demokratische Helden daran, dass sie nicht ihre eigene Größe daraus beziehen, dass sie andere sozusagen klein halten, ohnmächtig halten, als Klaköre ihrer eigenen Größe sozusagen um sich scharen. Deshalb ist übrigens Donald Trump kein demokratischer Held. Ich sage das rein wissenschaftlich. Er ist deshalb kein demokratischer Held, weil er permanent betont, dass er es eben sei, der jetzt nur in der Lage sei, den Karren aus dem Dreck zu ziehen. I'm the only one who can fix it, sagt er. Und er hat sich ja auch bekanntermaßen, was in unseren Ohren besonders anstößig klingt, als the chosen one, also als den Auserwählten bezeichnet. Also daran merkt man, hier geht es eben darum, die eigene Größe aus der Kleinheit anderer abzuleiten und die anderen in dieser Kleinheit zu halten. Während demokratische Helden eigentlich von uns erwarten, dass wir uns ermutigen lassen von ihnen, etwas zu tun, was wir erstmal gar nicht für denkbar, aber am Ende doch vielleicht für machbar halten. Demokratische Helden, wie ich sie mir vorstelle, sprechen diese kleine Figur bei uns hinten im Kopf an, die da sitzt und flüstert. Und manchmal hören wir sie, manchmal hören wir sie nicht und sagt, vielleicht könntest du auch. Vielleicht geht noch mehr. Brüderlichkeit und Gefahr. Mein nächster Punkt, wo ich die Demokratie mit dem Heldentum konfrontiere. Nun, die Demokratie will ein friedliches Leben der Bürger garantieren. Und deshalb denken wir alle, wenn wir an Frieden denken, an Schiller und Beethoven und die Europäische Union, also an die Ode an die Freude. Wo ein Bild dieser Friedlichkeit, dieses friedlichen Lebens skizziert wird, gesungen wird. Die Brüderlichkeit ist historisch gesehen, lässt sich das sehr genau nachweisen,
im 19. Jahrhundert übersetzt worden, durch ein ersetzt worden und übersetzt worden. Das Wort, was an deren Stelle trat, war Solidarität, weil bei der Brüderlichkeit die Schwestern fehlten. Und heute würde man vielleicht von friedlichem Zusammenhalt in einer Gesellschaft sprechen. Das ist also das, was wir mit Brüderlichkeit verbinden. Nun, wer die Ordnung stört, lebt verkehrt oder diesen Frieden stört. Wer auf eigene lebt verkehrt, wer auf eigene Faust handelt, bekommt es entsprechend auch mit Ordnungshütern zu tun. Und Helden stehen möglicherweise im Verdacht, genau dies zu tun, diese eigenen Wege zu beschreiten. Es wäre aber falsch zu denken, die Demokratie sei eine einzige Komfortzone. Also, sie ist im Kampf geboren. Und diesen Kampf, den darf man auch nicht wie ein Geburtstrauma abkapseln und dann sich ganz schnell davon erholen und denken, jetzt wäre es anders. Sondern diese Demokratie wird immer vom Streit und der Auseinandersetzung leben. Und in diesem Streit gibt es immer wieder Situationen, in denen man an seine Grenzen kommt und vielleicht auch über seine Grenzen hinausgeht. Diese Auseinandersetzung ist nicht einfach eine lästige Quälerei. Zurzeit hat es die Demokratie, die eine der kostbarsten Errungenschaften der Menschheitsgeschichte ist, schwer. Sie ist in der schwersten Krise seit 1945 und zwar aus zwei Gründen. Erstens gibt es Bedrohungen von außen, fundamentalistische Gegner, Terroristen, autokratische Regime wie China und Russland, gegen die man sich behaupten muss, mit denen man irgendwie kooperiert. Und zweitens, und das ist das Dramatischere vielleicht, was dieses Bedrohungsgefühl betrifft, gibt es sowas wie eine Erosion im Innern. Ein Politikwissenschaftler hat von Demokratiemüdigkeit gesprochen. Es gibt das Aufkommen populistischer Bewegungen und deren Führern, die Freiheit und Menschlichkeit oft mit Füßen treten und sich angeblich dann eben zum Verteidiger dieses einheitlichen Volkes machen. Ausgerechnet in den USA, einer der wichtigsten Demokratien, wird dieses demokratische Leben ausgehöhlt. Ich habe es schon angesprochen. Wir dürfen also auf hohe Quoten setzen, hoffen, wenn wir im Wettbüro auf den Sieg der Demokratie im Kampf der Systeme setzen. Das ist freilich nie anders gewesen, dass die Demokratie umstritten war. Das darf man vielleicht nicht vergessen. Wir haben nie in einem goldenen Zeitalter der Demokratie gelebt, auch wenn manche das behaupten. Diese Ideale sind immer umkämpft gewesen. Und deshalb ist es auch sinnvoll, der Idee von der wehrhaften Demokratie einen guten neuen Sinn zu geben. Wehrhafte Demokratie heißt nicht einfach, dass irgendwelche Institutionen für Ordnung sorgen und alles regeln und in dem Sinne die sozusagen Hülle verteidigen, sondern Demokratie lebt in den Köpfen der Menschen, im Volk, in jedem seiner Bürger, ihrer Bürger. Und sie ist angewiesen auf diejenigen, die sie verteidigen oder auch voranbringen. Also auch auf diejenigen, die den Mut haben, sich in den Wind zu stellen. Der französische Schriftsteller Victor Hugo hat vor 150 Jahren diese wunderbaren Zeilen geschrieben. Versuchen, herausfordern, beharren, ausdauern, sich selbst treu bleiben, sich dem Schicksal stellen, die Katastrophe dadurch in Erstaunen setzen, wie wenig Furcht sie uns einflößt, der ungerechten Macht die Stirn bieten, Widerstand leisten, das ist das Beispiel, das die Völker brauchen und das Licht, das sie begeistert. Soweit Hugo. Wenn die Demokratie sich nicht selbst zu Grabe tragen will, dann darf sie die Helden, so meine ich, nicht mit dem Blutbad der Geschichte ausschütten. Sie darf wählerisch sein mit den Helden, aber sie darf sie nicht abwählen. Wir wären schlecht beraten, wenn wir uns auf ihre Geistesgegenwart in schlechten, schweren Zeiten nicht auch gelegentlich stützen könnten. Und wir sollten sie auch nicht Putin und seinem nackten Oberkörper überlassen. Nicht jeder Held ist demokratisch, aber jede Demokratie braucht Helden, die ins Handeln und, wie man so schön sagen kann, ins Gelingen verliebt sind. Das Buch, das ich im letzten Herbst veröffentlicht habe, hieß eben, warum Demokratien Helden brauchen. Nun kam unser Staatsoberhaupt, der verehrte Dr. Frank-Walter Steinmeier, und hielt seine Weihnachtsansprache. Und in dieser Weihnachtsansprache findet sich der Satz, Demokratie braucht keine Helden.
Die Depression, in die mich das versetzt hat, spüren Sie heute noch. Ich bin schon in Behandlung. Aber ich erlaube mir doch ganz ernsthaft und mit aller Demut Widerspruch gegen unser Staatsoberhaupt einzulegen. Ich glaube, es ist ziemlich einfach plausibel zu machen, warum wir in der Demokratie Helden brauchen. Und ich glaube, wir brauchen vor allen Dingen zwei Typen: Helden der Verfassung und Helden der Bewegung. Und da komme ich jetzt mit einer Auslegeordnung und einigen Beispielen. Also, es gibt nicht nur Menschen, die einfach die Regeln umsetzen, beachten, deren Einhaltung gewährleisten, sondern es gibt auch Menschen, die sich für diese Ordnung einsetzen und dabei über das Erwartbare hinausgehen. Typischerweise nennt man diese Fähigkeit Zivilcourage. Das ist ein kostbares Wort, das man aber doch mit spitzen Fingern anfassen muss, denn dieses Wort unterstellt irgendwie, dass es sowas ist wie eine spezielle Courage. So eine Art Courage zweiter Ordnung. Und es unterstellt auch, dass es dann so eine Art Gegenstück geben müsste, was es eigentlich aber nicht gibt, nämlich sowas wie Militärcourage oder so ähnlich. Da es das Gegenstück nicht gibt, entsteht so eine Art Rangordnung. Erstmal gibt es diese Courage, die echte, sozusagen im Krieg. Und dann darunter irgendwo noch die Zivilcourage. Das ist die falsche Darstellung. Die Zivilcourage verdient nicht den Trost, sondern den Hauptpreis in diesem Zusammenhang. Denn ihr Mut, der Mut der Menschen, die Zivilcourage aufbringen, lässt niemanden verbluten. Im Gegenteil. Und deshalb gibt es Helden der Verfassung, zum Beispiel Sylvia Kugelmann, Bürgermeisterin im bayerischen Kutzenhausen seit 12 Jahren. Und dieses Frühjahr wird sie ihr Amt freiwillig, wie sie betont, abgeben. Und sie hat einiges durchgemacht. Katzenkot auf dem Auto, zerschnittene Reifen, Drohbriefe in der Post, Briefe, in denen zum Beispiel steht, verrecken sollst du lieber heute als morgen. Und alles, weil sie sich für einen friedlichen und freundlichen Umgang mit Ausländern eingesetzt hat. Solche Menschen sollte man Heldinnen, eine solche Frau sollte man Heldin nennen können. Warum nicht? Und das Gute ist auch noch, sie ist am Leben anders als andere. Das wird ganz schnell gefährlich. Zum Beispiel für Pavel Adamowitsch in Danzig oder für Walter Lübcke in Hessen, die das Jahr 2019 nicht lebendig beendet haben, sondern umgebracht worden sind. Sich in dieser Weise in den Sturm zu stellen, ist bewundernswert. Was sind die Helden der Verfassung? Nun gibt es noch Helden der Bewegung. Helden der Bewegung gehen davon aus, dass diese Demokratie nur durch Wandel Bestand hat und dass es immer wieder Momente gibt, in denen man über den Status quo hinausgehen sollte. Diese Helden der Bewegung folgen einem Ratschlag, den kurioserweise ausgerechnet Angela Merkel einem Klimaaktivisten gegeben hat, der sie gefragt hat, was er denn nun tun soll. Und dann hat Angela Merkel, man glaubt es kaum, gesagt, bilden Sie wirre Allianzen. Also da merkt man, es geht auch in diesen Themen nicht immer geordnet zu. Die Helden der Bewegung sind darauf gefasst, sich Ärger einzuhandeln, vielleicht sogar auch sich darauf gefasst, ins Visier der Justiz zu geraten. Die Demokratie tut gut daran, sich daran zu erinnern, dass sie von der Sklavenbefreiung bis zur Frauenbewegung und darüber hinaus auf solche Helden, Heldinnen der Bewegung angewiesen war und ist. Dazu gehört die Friedensnobelpreisträgerin Malala Yousafzai aus Pakistan, dazu gehört aus meiner Sicht auch Edward Snowden, der von einem Schriftsteller, der normalerweise mit Pathos knausrig ist, nämlich Hans Magnus Enzensberger, als Held des 21. Jahrhunderts bezeichnet worden ist. Und ich schließe mich ihm hier an.
Was hat er gemacht? Er hat das Gesetz gebrochen, indem er die Geheimnisse verraten hat. Aber er hat das sehr ausführlich begründet und hat die USA daran erinnert, dass sie bestimmten Idealen verpflichtet ist, nämlich zum Beispiel dem Schutz der individuellen Freiheit, und hat die USA versucht anzustoßen, sich wieder auf diesen Schutz zuzubewegen, den er durch die Überwachung, die staatliche, gefährdet sah. Menschen wie Snowden sind bedroht vom physischen oder auch sozialen Tod, also vom sozialen Ausschluss, vom Mobbing, von der Ächtung. Nun habe ich immer wieder Namen genannt, also Malala Yousafzai, Snowden, Rosa Parks und so weiter. Was ist eigentlich mit diesem jungen Mädchen, das jetzt durch die Schlagzeilen geht? Greta Thunberg, ist sie eine Heldin? Sie setzt sich zweifellos für eine große Sache ein. Sie wird auf ein Podest gestellt, zum Teil auch mit irrsinnigen Projektionen von denen, die sie bewundern. Dass sie jetzt ausgerechnet mit dieser Luxusjacht über den Atlantik schippert, will ich jetzt ihr nicht als Bereitschaft auslegen, dass sie der Gefahr sich aussetzt. Diese Gefahr sollte ja auch irgendwas mit der Sache, für die sie sich einsetzt, zu tun haben. Vor allen Dingen glaube ich, wir sollten hier mit der Methode aufhören, jemanden ganz schnell hochzujubeln und dann ganz schnell wieder runterzuschreiben und ihr etwas Zeit lassen. Ob sie in der gewachsen ist, den enormen Anfechtungen, aber auch der Verehrung, die ihr entgegengebracht wird, und ob ihr ihre Agenda eine gewisse Nachhaltigkeit entfaltet. Deshalb würde ich sie als Heldin in der Probezeit bezeichnen. Wenn wir in der Nacht unterwegs sind oder auch tagsüber und sehen, wie ein jüdischer Mitbürger belästigt, angegriffen wird, wie ein dunkelhäutiger Mensch belästigt wird, wie eine Frau belästigt wird, dann denken wir, greife ich jetzt ein oder nicht? Die Situation ist unübersichtlich. Man weiß nicht, wie sie ausgeht. Man weiß nicht, was am Ende mit mir los ist. Das Recht hört hier auf. Die Pflicht zur Hilfeleistung findet ihr Ende dort, wo ich mich selbst gefährde. Dann ist diese Pflicht vorbei. Wir sind in dieser Situation in einem Raum jenseits des Rechts und müssen entscheiden nach unserem Gewissen, was wir tun. Wenn wir diese Antwort geben, dann ist es auch immer so ein bisschen, dass wir damit eine Antwort auf die Frage geben, wer sind wir eigentlich? Wer wollen wir eigentlich sein? Wen will ich sehen, wenn ich morgens in den Spiegel gucke? Jemanden, der sich wegduckt, oder jemanden, der irgendwie dasteht? Und ich will niemandem, erst recht nicht mir selbst, zutrauen, dass ich in dieser Situation irgendwie diese strahlende Rolle spiele, dann einzugreifen. Aber ich glaube, dass es doch sehr naheliegend ist, dass es Situationen gibt, in denen wir uns diesen Ruck geben können, oder manche von uns jedenfalls uns diesen Ruck geben können. Zu diesem Ruck gehört einerseits, dass wir gewahr sind der Tatsache, dass wir uns in äußere Gefahren begeben können. Zu diesem Ruck gehört aber auch, dass wir durch eine innere Gefährdung laufen. Wir sind nicht mehr genau die wir bislang waren, wenn wir etwas tun, was wir uns vielleicht gar nicht zugetraut haben. Oder wenn wir eben über uns hinauswachsen. Dieses Wort klingt organisch und positiv, aber über sich hinauszuwachsen heißt ja faktisch, sich zurückzulassen. Ein altes Selbst, so ein bisschen wie einen Panzer, den man abgeworfen hat, hinter sich zurückzulassen und ein anderer zu werden. Eine andere Geschichte seiner selbst zu beginnen, eine innere Grenze zu überschreiten. Du musst dein Leben ändern, heißt es in einem berühmten Gedicht Rilkes. Und das, was man verstehen muss bei diesem Gedicht archaischer Torso-Apolz, ist, dass es eigentlich in diesem Müssen nicht nur um einen Zwang geht, im Gegenteil, sondern es geht um eine Verlockung. Eine Verlockung,
sein Leben zu ändern angesichts dieser überwältigenden Erfahrung, die die eigenen Maßstäbe verändert. Es gibt also etwas wie einen Genuss daran, diese innere Gefahr zu bewältigen, obwohl wir sonst ja eigentlich Gefahren meiden. Heutzutage nennt man das eine transformative Erfahrung. Also man sieht nicht nur etwas anderes, was man noch nie gesehen hat, sondern durch das, was man erfährt, verändern sich die Maßstäbe, mit denen man etwas sieht. So ist es eben auch beim Kinderkriegen. Elternschaft ist tatsächlich eine riskante Lebensform. Das Leben besteht häufig in solchen Gefährdungen eines Standpunkts. In dem Sinne ist dieses sich überwinden und über sich hinauswachsen eine Erfahrung, die wir durchaus auch alltäglich machen können und oft auch wollen. Denn damit nähern wir uns, wir sind noch keine Helden damit, aber wir nähern uns einer Lebenserfahrung, die in einer besonders herausgehobenen, extremen Weise dann auch bei Helden anzutreffen ist. Sie sind deshalb zwar anders, aber doch eben solche, welche von uns. Keine völlig entrückten Wesen. Damit, mit dieser Überschreitung von Grenzen, mit dieser Verwandlung meiner selbst, bin ich wieder beim Stolpern. Also, ich stolpere, ich überwinde Unsicherheit und ich gewinne neuen festen Stand. Wer mit unerfahrenen Händen in die Rosen des Lebens hineingreift, so was Schönes kann nur Heinrich Heine sagen, der blutet hinterher aus den Dornen, die seine Hände aufgerissen haben. Aber soll man deshalb das Hineingreifen in die Rosenbüsche des Lebens sein lassen? Es gibt also diese Bereitschaft, sich in die Zone der Gefahr zu begeben, vor außergewöhnlichen Herausforderungen zu stehen. Ich bin schon über der Zeit, oder habe ich noch ein bisschen, Herr Jung? Wie sieht es aus? Haben Sie noch so 5 Minuten ungefähr? Eine Erzählung, in der dieses über sich hinauswachsen in einer geradezu überwältigenden Art beschrieben worden ist, heißt Marquise von O. Marquise von O. Von Heinrich von Kleist. In der dieser wunderbare Satz steht, dass die Marquise durch eine schöne Anstrengung mit sich selbst bekannt gemacht worden ist. Einer meiner absoluten Lieblingssätze. Hören Sie mal genau hin. Hier wird jemand mit sich selbst bekannt gemacht. Genau genommen ist es aber so, dass diese Marquise ja erst durch diese Anstrengung zu der Person wird, die sie dann kennenlernt. Also sie lernt eigentlich einen fremden Menschen kennen, zu dem sie plötzlich geworden ist. Und der ist dann sie selbst. Und das ist die Idee dieses über sich hinauswachsens. Man bleibt schon irgendwie man selbst, natürlich, aber man wird doch ein anderer. Und was ist die Geschichte dazu? Sie wird in Kriegswirren bewusstlos während einer Schlacht. Dann passiert irgendwas, was dazu führt, dass sie schwanger wird. Also sie ist vergewaltigt worden. Die Eltern sind entsetzt. Vor allen Dingen dann, als die Marquise in die Lokalzeitung eine Anzeige setzt, der Vater meines Kindes, nachdem sie dann das Kind geboren hat, möge sich bitte am nächsten Sonntag da und da einfinden und zu seiner Sache stehen. Sie wird von den Eltern verstoßen, sie zieht in ein eigenes Haus, sie versteckt sich nicht, sie steht zu diesem ganzen Drama und geht aus ihm, ich erspare Ihnen die Details, lesen Sie es mal nach, geht aus diesem ganzen Drama gestärkt hervor. Durch diese schöne Anstrengung, die, wenn sie sie gar nicht auf sich genommen hätte, sie gebrochen zurückgelassen hätte. Aber das ist eben nicht der Fall. Wir wachsen über uns hinaus. Marquise von O wächst über sich hinaus. Für das Hinauswachsen über sich selbst haben wir in unserer Gesellschaft eigentlich nur einen Bezirk übrig gelassen. Nämlich die Kindheit. Also die Kindheit oder auch diejenigen, von denen man sagt, sie sind Heranwachsende, sind offensichtlich unvollkommen. Deshalb wird ihnen auch zugebilligt, dass sie Vorbilder haben, Helden haben, vielleicht auch naiv Heldenverehrung betreiben.
Und dann soll es aber irgendwann gut sein. Kinder, Jugendliche sind, wie man dann so schön sagt, unfertig. Und die Heranwachsenden werden zu Erwachsenen. Unfertig. Also das positive Gegenwort dazu müsste dann lauten fertig. Mit dem Wort fertig ist es so eine Sache. Sie können sagen, ich bin fertig und stolz darauf sein, was Sie geschafft haben. Ich kann aber auch, oder Sie sagen jetzt gleich, man hört ja auf zu reden, und Sie sagen, ich bin fertig. Und Sie haben nicht etwas geschafft, sondern Sie sind geschafft. Es gibt also auch so etwas wie eine Kehrseite des Fertigen. Und deshalb sollte man vielleicht die Eingrenzung des Unfertigen, entsprechend auch die Eingrenzung, die Zulassung von dem Heldenspiel in diesem engen Bereich der Kindheit in Frage stellen. Vielleicht sollten wir die Kunst der Unfertigkeit doch noch mal wohlwollender betrachten. Als etwas Positives. Nicht naiv im Sinne von, ja, wir können jetzt irgendwie unseren Ungestüm rauslassen, aber doch auch als eine Bereitschaft, über sich hinauszuwachsen. Und diese Bereitschaft könnte nicht nur bei Kindern, sondern auch bei Erwachsenen ihren Platz haben. Wirf den Helden in deiner Seele nicht weg. Wirf den Helden in deiner Seele nicht weg, sagt Friedrich Nietzsche. Und er sagt auch, einst warst du jung, nun sei du besser jung. Also eine Empfehlung Nietzsches, die ich sehr charmant finde, lautet, besser jung zu sein, nicht einfach jetzt wieder kindisch zu werden, sondern bestimmte Aspekte am Kindlichsein, nämlich sowas wie Neugier, Veränderungslust, Aufgeschlossenheit und so weiter, zu bewahren. Und das ist eigentlich ein schlechtes Zeichen für unsere Gesellschaft, dass die Identifikationsfiguren, viele der Identifikationsfiguren, die heute bei sozialen Bewegungen zum Beispiel gesucht werden, auch wieder ihrerseits aus der jüngsten und jungen Generation kommen. Ich glaube, dass Erwachsene durchaus auch das Zeug dazu haben, wenn sie nicht im Sachzwang erstarrt sind. Sie müssen auch nicht in der Gegenwart kleben bleiben. Also eine der Botschaften, die ich Ihnen mitgeben will, ist, sich mit dieser Kunst der Unfertigkeit vertraut zu machen. Nicht nur Georg Häfner ist in Würzburg selig gesprochen worden, sondern noch andere. Unter anderem ein Geistlicher, der wegen regimekritischer Äußerungen 1941 verhaftet wurde, wie Häfner ins Konzentrationslager Dachau gebracht wurde, dort sich aufopferungsvoll um die an Typhus Erkrankten kümmerte und am Ende selbst dieser Krankheit erlag. Das ist auch eine eindrucksvolle Lebensgeschichte, mit der ich ebenso gut hätte beginnen können, mit der ich aber jetzt enden will. Und eindrucksvoll an dieser Person ist nicht nur die Lebensgeschichte, sondern der Nachname. Engelmar Unzeitig. Menschen wie er sind nie einfach nur Zeitgenossen. Sie folgen auch nicht dem Zeitgeist. Sie sind unzeitgemäß oder eben unzeitig. Auch deshalb übrigens, weil sie über ihre eigene Zeit, über ihre eigene Lebenszeit hinausschauen. Und das eben zeichnet meines Erachtens auch Helden aus. Sie sind Unzeitige. Vielen Dank für Ihre große Geduld. Lieber Herr Professor Thome, der heutige Abend war ein Angebot, ein Gelegenheitsheld zu werden. Ich denke, Sie haben dieses Angebot weidlich genutzt. Vielen herzlichen Dank dafür. Es ist Ihnen gelungen, die gepflegt Langeweile der Götter zu vertreiben und uns, wenn Denken stolpern heißt, heute Abend gehörig ins Stolpern zu bringen. In der Frage, was sind Helden, wen würden wir als Helden bezeichnen, was ist mit den Menschen, die uns begegnen und vor allem auch immer wieder, was sind die Möglichkeiten, die mir zu Gebote stehen, wo stehe ich eigentlich und wo merke ich, dass ich ein Held auf Probezeit bin
oder auch immer wieder in die Probezeit geschickt werde. Die Unfertigkeit üben im Leben und vor allem das Wort, das mir heute Abend zugesprochen wurde, besser jung zu sein. Das wird mich also... Das wird mich, genau. Das werde ich natürlich weiter mitnehmen und wird mich weiter begleiten, auch jetzt in der nächsten Zeit. Vielen herzlichen Dank für diese vielen wichtigen Impulse und auch die Aufforderung, dass jeder neu überlegen muss, was sein eigener Beitrag ist, den er leisten kann, dass Demokratie gelingt, wenn wir alle in die Verantwortung genommen sind und wenn jeder die Möglichkeit hat, seines dazu zu tun. Und in dieser Unfertigkeit, in der wir auch gerade jetzt als Kirche leben, in dieser Zeit des Übergangs, in dieser Unfertigkeit, auch in der Kraft des Heiligen Geistes, sich immer wieder über sich hinaustreiben zu lassen. Vielen herzlichen Dank für Ihre Impulse und für Ihr Kommen heute Abend. An den Dank möchte ich anschließen, den Dank für die Organisation, die Domschule, die das wieder in bewährter Weise getan hat, die Caritas, die mitgeholfen hat, das Bischofshaus natürlich, insbesondere meine Sekretärin, die auch nochmal den Herr Thome dann dingfest gemacht hat vor Weihnachten. Da sei ein herzliches Dankeschön gesagt und natürlich unseren Quins, die diesen Abend so stilvoll und schön nochmal uns gestaltet haben. Auch da einen herzlichen Beifall, ne, für unsere Künstler. Genau. Ja, wir werden Sie noch einmal hören und dann wird genug Gelegenheit sein, bei Begegnung, bei einem guten Glas Wein, nochmal über das Gehörte sich einander auszutauschen und uns zu helfen, auf unserem Weg zum Helden zu wachsen und uns einander zu ermutigen. Schön, dass Sie heute Abend alle da waren. Herzlichen Dank.